Es ist Jürg Stettler von den Scientologen. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Bevor Sie das Wort übernehmen, Sie eröffnen unseren Laufsteg. Ich will nur einfach Zeugnis ablegen über dem. Ich werde am meisten angegriffen, weil ich mit den Scientologen im Bund stehe. Es hat schon geheißen, er ist ein Scientologe geworden. Ist mir eigentlich egal. Ja? Dann bin ich Scientologe, ist egal. Jedenfalls, was die Menschen machen, das trifft so den Nerv von den Dingen, von denen wir auch erzählen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin einfach überwältigt, wie ihr die Umsetzer seid von Rechtschaffenheit. Und davon gebt ihr jetzt einen kurzen Einblick und auf den freue ich mich besonders. Herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier zu euch sprechen können. Wir möchten uns kurz vorher vorstellen. Mein Name ist Cindy Volkart. Ich bin Vollzeitmitglied in der Scientology-Kirche Zürich und ich bin dort zuständig für die Betreuung unserer Gemeindemitglieder. Mein Name ist schon genannt worden, Jürg Stettler. Ich bin Präsident der Scientology-Kirche in Zürich, bin aber auch Sprecher der Schweizer und der deutschen Scientologen und dies seit vielen Jahren. Ich vertrete die ältere Generation Scientologen, sind die Jugend. Religion ist für uns Spiritualität, ist für uns Spaß, ist für uns Freiheit, Liebe. Und wir möchten euch zu Beginn einen ganz kurzen Clip zeigen, der dieses Feeling von Religion, die Schönheit von Religion zeigt. Den einzelnen Menschen, seine Beziehung zur Familie, zur Gemeinde, Gemeinschaft und zur Menschheit. Die Frage stellt sich, wer bin ich? Dazu möchten wir euch unseren zweiten kurzen Clip zeigen. Wir leben in einem Zeitalter technologischer Wunder. Verlängerte Lebenszeit, endlose Verbindungen, grenzenlose Möglichkeiten. Auf Knopfdruck und in einem Sekundenbruchteil ist das Wissen der Welt für uns greifbar. Eine scheinbar endlose Quelle der Antworten auf jede Frage, die wir nur stellen könnten. Außer einer. Der einen, nach der wir dürsten. Der einen, die zu verstehen führt. Unsere Welt. Unsere Entscheidungen. Unser Selbst. Die Frage, die sich dort befindet, wo Technologie und Spiritualität aufeinandertreffen. Wer bin ich? Wir möchten euch ein paar ganz kurze Infos geben. Wer sind wir Scientologen? Was glauben wir? Wie sehen wir unsere Rolle in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft mit anderen? Die Scientology-Religion wurde 1952 durch den Amerikaner L. Ron Hubbard gegründet. Er lebte von 1911 bis 1986.
Seine Schriften bilden die Grundlage unserer Religion. Alle Zitate, die wir Ihnen jetzt dann zeigen und vorlesen werden, stammen von ihm. Folgendes gab er als Grundlage den Menschen auf den Weg, die sich für seine Lehre interessieren. Für sie ist das wahr, was sie selbst beobachtet haben. Nichts in der Scientology ist für sie wahr, sofern sie es nicht beobachtet haben. Und es ist wahr, entsprechend ihrer Beobachtung. Wir gehen von Folgendem aus. Sie sind ein geistiges Wesen. Sie sind ihre eigene Seele. Sie sind nicht sterblich. Sie können frei sein. Und weiter. Der Mensch ist ein unsterbliches geistiges Wesen. Seine Erfahrung geht weit über ein einziges Leben hinaus. Scientology hilft mehr über sich selbst als geistiges Wesen und seine Beziehung zu einem höchsten Wesen herauszufinden. Wir gehen davon aus, dass der Mensch im Grunde gut ist, aber manchmal von seinen Problemen überwältigt wird und auf Abwege gerät. Wir glauben, dass es immer möglich ist, diese innenwohnende Güte, die Liebe in einer Person und die individuelle Freiheit zurückzuerlangen. Wir wollen eine bessere Welt erschaffen. Und entsprechend ist auch unser Ziel, eine Zivilisation ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher und ohne Krieg. Wir wollten eigentlich 50 Scientologen hier auf die Bühne bitten, damit ihr sehen könnt, dass das eigentlich ganz nette Leute sind. Ja? Aber das wäre jetzt etwas kompliziert geworden, darum haben wir uns entschieden, Ihnen ein paar Fotos zu zeigen, während wir Ihnen ein paar ganz grundlegende Zahlen über Scientology nennen werden, sodass Sie sehen, wie schauen Scientologen aus. Sie schauen so aus wie wir zwei, aber es gibt sehr viele individuelle Scientologen. Vor 46 Jahren kam die Scientology-Kirche nach Deutschland, vor 42 Jahren in die Schweiz. In Deutschland sind wir etwa 12.000 Scientologen, in der Schweiz etwa 5.500. In Deutschland gibt es etwa 600 hauptamtliche Mitglieder und in der Schweiz um die 400. Scientology ist eine neue Religion und wird zum Teil kontrovers diskutiert. Ab und zu, als Ivo diese Bilder gezeigt hat, hat man diesen Baum gesehen, der da im Sturm steht. Ab und zu fühlen wir uns auch ein bisschen so. In ein paar Orten, aber auf der anderen Seite sind wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten von immer mehr Ländern als Religionsgemeinschaft anerkannt worden und etablieren uns mehr und mehr in der Gesellschaft. Wir heißen jede Religion willkommen. Wir sehen in jeder Religion ähnliche grundlegende Wahrheiten: die Nächstenliebe, die Spiritualität, den Glauben an ein höchstes Wesen. Wie Cindy schon gesagt hat, wir wollen eine bessere Welt und wir setzen uns in dieser Gesellschaft dafür ein, für Frieden, mehr Nächstenliebe, für individuelle Freiheit und wir setzen uns gegen Missstände in der Gesellschaft ein und wir wollen Ihnen ein paar Beispiele zeigen diesbezüglich. CCHR, das ist die Bürgerkommission für Menschenrechte, geht gegen Missbräuche in der Psychiatrie vor, informiert mittels Infoständen, DVDs und Broschüren und setzt sich für Opfer der Psychiatrie ein. Man kann sicher sagen, da haben wir uns nicht sehr viele Freunde damit gemacht. Sag Nein zu Drogen. Der Verein klärt über die Gefahren von Drogen auf. Er hat im deutschsprachigen Raum schon Millionen von Broschüren verteilt. Der Verein Weg zum Glücklichsein verteilt eine Broschüre mit 21 leicht verständlichen Regeln für ein besseres Leben. Die Bewegung Jugend für Menschenrechte macht die Menschenrechte mit Konferenzen, Videoclips und Broschüren bekannt. Um seine Rechte zu schützen, muss man sie kennen. Die ehrenamtlichen Geistlichen sind eine weltweite Bewegung mit zwei Schwerpunkten: Hilfe im Alltag und bei Katastrophen, wie zum Beispiel beim kürzlichen Erdbeben in Ecuador.
Der Verein Narconon setzt sich vor allem für stationäre Drogentherapie ein, um ohne Ersatzdrogen Leute von Drogen zu befreien. Der Verein Criminon betreut Gefangene. Sein Ziel ist es, diese Personen zu rehabilitieren und sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Es gibt auch diverse Privatschulen, die Methoden, Studiermethoden von L. Ron Hubbard anwenden. Es sind 2 Privatschulen, zum Beispiel in der Schweiz, die staatlich anerkannt sind. Und wir wollten Lisbeth Anbühl, die Leiterin einer dieser Schulen, ganz kurz auf die Bühne bitten. Sie möchte euch selber kurz ein paar Infos zu ihrer Schule sagen, um zu zeigen, dass wir auch dort gesellschaftlich aktiv sind. Danke vielmals. Grüezi miteinander. Es ist mir eine Ehre, ganz kurz zu Ihnen zu sprechen. Und ich bin schon das dritte Mal hier. Und vor allem als Lehrerin und Leiterin von der Zielschule habe ich unendlich viel Freude an diesen Kindern hier im Saal. Gut, wie unterscheidet unsere Zielschule sich von den öffentlichen Schulen? Wir legen großen Wert auf fachliche Grundlagen, was der Lehrplan 21 mit seinen 3500 Haupt- und Unterkompetenzen ganz sicher nicht gewährleisten kann. Wir fördern jeden Schüler sehr individuell. Wir finden, dass Sexualaufklärung Sache der Eltern ist. Unsere Schule ist ein sicherer Ort, wo die Schüler mit Psychopharmaka und Drogen nicht in Berührung kommen. Der regelmäßige Kontakt zum Elternhaus ist uns sehr wichtig, denn wir sind der Meinung, dass eine intakte Familie ausschlaggebend ist für eine optimale Entwicklung des jungen Menschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Lisbeth. Wir möchten mit ein paar Zitaten enden, die uns wichtig erscheinen und die zu dieser heutigen Veranstaltung passen. Es gibt keine Konflikte, die sich nicht lösen lassen, es sei denn, die wahren Anstifter bleiben verborgen. Und ein Zitat, das uns allen als Leitfaden dienen soll, und dass auch unsere Botschaft an euch alle hier sein soll. Glücklich sein und Stärke sind nur in der Abwesenheit von Hass beständig. Hass alleine ist der Weg zur Katastrophe. Zu lieben ist der Weg zur Stärke. Trotz allem zu lieben ist das Geheimnis von Größe. Und es mag sehr wohl das größte Geheimnis dieses Universums sein. Und hier noch ein letztes Zitat. An dem Tage, an dem wir einander vollständig vertrauen können, wird Frieden auf der Erde sein. Wir möchten uns nochmal herzlich bedanken, dass wir hier Informationen geben durften. Und wir hoffen, dass dieser Tag heute ein weiterer Weg ist, um Frieden auf dieser Welt zu erschaffen, mit in Zusammenarbeit zwischen den Völkern, zwischen den Religionen. Wir möchten da Hand anbieten. Wir zeigen Ihnen noch 2 Webseiten, wo Sie sich informieren können. Und falls sich jemand interessiert, Informationen hat es auch am Haupteingang links. Wenn da jemand Broschüren mitnehmen will, ist jedem überlassen. Herzlichen Dank. Okay. Vielen Dank. Wie gesagt, da ist ein bisschen Maßstab gesetzt, da sieht man, was Verbindlichkeit
bedeutet diese Aktionen, dass Sie haben das sehr kurz umschrieben, diese Hilfe, Tausenden von Drogensüchtigen da rauszuhelfen oder Psychopharmaka, Leidende, all das, was Sie gesagt haben, Sie sind sehr, sehr praktisch, eben dieses Gestreite um Heilsfragen, wir lassen das beiseite und packen mit an, das sind für mich die rechtschaffenden Werke, Sie bewegen weltweit ungemein viel. Also vielen Dank.